Willkommen zu Let's Play Outlast. Ein Spiel von Red Barrels. Wir stellen uns damit dem ersten Horrorspiel auf diesem Kanal und spielen es auf dem Schwierigkeitsgrad schwieriger. Da, wie ich finde, normal sehr einfach ist, schwierig eine gute Herausforderung und gleichzeitig nicht zu schwer ist. Albtraum ist zu dunkel, heißt, ihr werdet wahrscheinlich nichts sehen können. Und auf Wahnsinn stirbt man einmal, ist das Spiel vorbei und man muss von vorne beginnen. So, starten wir mal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Das sind auch mal wirklich Kriterien für viel Spaß, gute Unterhaltung. Du schlüpfst in die Rolle Miles Psuhr, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Okay, also die Kriterien des Spiels, das ist wirklich ernst gemeint. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Falls euch nichts von diesen Kriterien anspricht, bitte schaltet dieses Video ab. Ansonsten viel Spaß. Okay, wir befinden uns anscheinend auf dem Weg zur Mount Massive Klinik. Oh, aber umso näher wir kommen, umso mehr verzerrt das Radio. Da sehen wir es. Mount Massive Asylum. Okay, da wären wir. Akte. 17. September 2013. Also im selben Jahr, wie es auch erschienen ist. Von an Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff. Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric. So nenne ich die jetzt einfach. Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt. Zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Ich glaube nicht einmal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, es hört sich sehr interessant an. Ich habe das Spiel auch seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Also werde ich mich teilweise noch wahrscheinlich noch selbst einscheißen. So, da haben wir Nachtsicht. Ich muss auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. So.
Okay, da haben wir es. Mount Massive Asylum. Deine Ziele werden in deinem Notizblock. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Gut. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt was? Anscheinend nicht. So. Dann gehen wir mal in die gute Stube. Wie können wir die Kamera ausrüsten? Ah. Drücke X, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte X gedrückt, bewege dich vorwärts. Ja. Ich habe das nicht mehr lesen können. Drücke RB, um deinen Camcorder bereit zu machen. Okay. Okay, was war Rennen? Achso, LB ist Rennen. So. Und Ducken ist B. Gut. Und natürlich auch wieder B, um sich aufzurichten. So, dann klettern wir mal hier hoch. Okay. Schon wieder bedrohliche Musik. Okay, springen mit A. So. Okay. Ich höre Geräusche. Ein Wolf, der heult. Oh, Scheiße. Licht ist aus. Okay. Ach, Nachtsicht, okay. So, und das meine ich. Das Spiel ist allein schon so schwer zu erkennen. Wenn man ganz ohne Batterien spielt, das ist wirklich ziemlich ätzend. So, haben wir. Alter. Okay, wir sind hier anscheinend 9 angekommen. Echtzeit haben wir es allerdings gerade 8:30. So, dann quetschen wir uns mal hier durch. Super. Das erste Blut. Handabdrücke an den Wänden. Blutspritze auf dem Boden. Wir führen uns in diesem Raum. Was ist da drin? Oh, nichts. Nein. Anscheinend wurde hier jemand getötet. Hier weitergetragen, hier liegen gelassen und dann die Fußabdrücke. Oh, jetzt hinterlassen wir Selbstversuche. Vernichten wir alle Beweismittel. Yeah, so geht das. Okay. Oh, hier haben wir eine Akte. So, mal gucken. Was hatten wir jetzt eben gerade? Das müsste ja ein Dokument gewesen sein. Ja. Projekt Wall Rider. Krankenbericht von William Hope. Therapiestatus. Patient behauptet, ihn selbst gesteuerte Luzie. Was? Ich kenne dieses Wort nicht. Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogentechnisch. Was? Morphogenetische, so. Antriebsaktivität. In beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4. Hormon. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Och komm, lassen wir es. Ihr könnt euch das durchlesen, falls es euch interessiert. Und pausiert dann halt an den Stellen das Video. So. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, Batterien. Da rechts oben im Bild seht ihr jetzt, wie viele Batterien wir maximal tragen können. 5 an der Zahl. Oh, scheiße. Hallo, ist da jemand? Scheiße, abgeschlossen. Also wir können 5 Batterien maximal tragen. Ist das ein Teil der Wirbelsäule? Ich hoffe nicht. Und wir haben zurzeit 2 Batterien. So. Okay, Cola, drink it. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Anscheinend wurde die Leiche an die Decke geworfen und weiter weggezerrt. Boah, wie widerlich. Okay, wir müssen anscheinend in den Luftschacht klettern. Oh. Okay. Im Moment ist noch alles gut. Okay, wir haben gespeichert. Wir müssen anscheinend in die Bücherei. Schalten wir mal das Licht an, weil ich habe gesehen, da drin ist es dunkel. Oh, fick die Henne. Alter, war das laut. Alter. Ich wusste zwar, dass das kommt, aber so krass. Warte, sind das Köpfe? Ach du Scheiße. Fuck, was ist denn hier für eine kranke Scheiße los? Hier hängt noch eine Leiche an der Decke. Alter, es sind tatsächlich. Scheiße, der wurde aufgespießt. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh Scheiße. Hier der ganze Leichenberg, wie widerlich. Ich könnte das nicht, ich würde wahrscheinlich sofort in diesen Eimer kotzen. Sofort meinen Arsch hier rausschaffen. Was war das? Was ist gerade in den Raum gegangen? Scheiße. Haben wir hier noch irgendwo was? Können wir diese Tür hier aufmachen? Ist hier irgendwas? Ein Arm in der Toilette. Na super. Okay, unsere Batterie wird langsam auch wieder ziemlich schwach. Dann gehen wir mal besser weiter. So, der Typ ist eben gerade hier reingegangen. Diese Tür geht auch nicht auf. Okay. Dann müssen wir uns wohl dadurch zwingen. Little fake. Und Alter, was ist das für ein Typ hier? Au. Oh Gott, verdammt, was ist denn hier los? And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Wir werden versuchen natürlich, diesem Let's Play so wenig wie möglich zu sterben. Okay, wir haben einen Checkpoint erreicht und ich würde sagen, an dieser Stelle geht's dann im nächsten Part weiter. Boah, die ganzen Leichen hier. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich freuen. Bitte steht mir in diesem Let's Play bei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Outlast. Bis dann. Und ciao.